Hallöchen zusammen und herzlich willkommen zu XSPI, Hearts of Iron 4. Unsere Division ist gerade unterwegs und hoffentlich, hoffentlich werden sie nicht angegriffen, aber wir haben nur eins verloren, sie haben drei U-Boote verloren bei der Aktion. Oh, das ist super. Das ist gewaltig sogar. Umrüstgeschwindigkeit brauchen wir gerade nicht. Spezialeinheiten. Ja, die setzen wir noch nach oben. Das müsste ihn jetzt einen guten Schlag versetzt haben, auf jeden Fall. Panzerabwehr ist auch soweit fertig. Nachtangriff und harter Angriff und Durchschlag für alle. Ja, her damit. Wird zwar nicht rechtzeitig 4 für fertig, aber was soll's. U-Boot-Ortung, Überfall-Effizienzsteigerung, yep. Direkt hinterher. Und wir möchten bitte, dass die 100 Stück, wo da drin sind, da jetzt angreifen. Und ich möchte bitte, wenn wir noch welche haben, können wir da nochmal welche machen davon. Das war der taktische Bomber TIX. Aufklärungseinheiten haben wir genug. Sind es immer bis 10 Stück? Ernsthaft? Okay. Aufteilen. 5 Stück. Dann sagen wir... Der eine da, der andere da. Der andere da, der andere da, der andere da. Der andere da und da. Brauchen wir von denen gar nicht so viel, dann brauchen wir eher von denen hier mehr. Stelle ich gerade fest. Zack. Wunderbar. Einer pro Woche reicht vollkommen aus. Aber sowas von vollkommen passt soweit. Bräuchten wir eher von den Bomben noch ein paar Stück mehr. Wer seid ihr? Ihr hier bitte einmal aufteilen und beide hier rüber angreifen. Müssten auch beide wieder voller sein. Das passt. Ihr seid zufrieden. Auf dem Weg dorthin werden auch einiges getötet und... Tiefeninfiltration. Oha. Schauen wir doch mal, inwieweit uns das was bringt. Und wir sagen noch Infanterie modernisieren. Ja, was soll's. Da war ich ein bisschen spät dran, aber das ist vollkommen in Ordnung. Und Unterstützung auch in der Luft. Yep. Unterstützung momentan von allen. Sogar die Panzer unterstützen mit rein. Möchten mich die U-Boote aufhalten? Definitiv, aber zu viel in der Luft momentan. Viel zu viel in der Luft. Die können uns nicht aufhalten. Und hoffentlich könnt ihr uns auch nicht aufhalten. Nein, können sie auch nicht. Dann haben sie eben die Insel eingenommen. Ich glaube, ich spinne. Bis nach Taipei durchdringen. Go, go, go. Eine Missrichtungen. Go, go, go. Das heißt, die tun natürlich gerade wieder... Ja, Pluspunkte für sich machen, aber irgendwie muss man das Ganze jetzt auch ein bisschen nach vorne bringen. Ganz ehrlich. Wunderbar, unsere Insel. Ich jetzt meins, Gebiet verteidigen, aufbauen, wunderbar. Die Japaner, ja gut. Jetzt haben sie das hier eingenommen, endlich die Amerikaner, das ist vollkommen in Ordnung soweit. Taiwan ist befreit. For the better or the worst, certainly. Dann sagen wir, Ortung abfangen, Bodenunterstützung. Bodenunterstützung. Machen wir mal als erstes. Das passt soweit. Das bisschen, was sie quasi zubekommen haben, ist in Ordnung. Ansonsten sagen wir, bababam, bei beiden haben wir jetzt gerade so ein bisschen Defizit. Wenn ich dich komplett integrieren kann, wäre das jetzt nicht schlecht. Gucken wir nochmal. Gibt es irgendwas noch in deinem Gebiet? Das gehört auch noch denen. Ah, okay. Dann können wir das noch upgraden für uns. Theoretisch müsste das dann ausreichend sein. 75, ja, das reicht. Dies müsste theoretisch ausreichend sein. Jugoslawien will sich der Europäischen Union anschließen.
Wir sind ohne sie besser dran. Nein, 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 nein. Ihr seid willkommen in der EU. Nice. Alles Teil sofort. So, Ungarn, wie schaut's mit dir aus? Möchtest du auch Teil von uns werden? Hm? Hm, hm? Wird nach und nach immer besser hier. Das ist, wir sind die Super-EU. Mit Amerika als Freunde, würde ich mal sagen. Kann nicht schief gehen. Überhaupt nichts sogar. Jetzt sagen wir, bombardieren hier so viel. Also irgendwann mal sollten wir was treffen. Irgendwann mal ja. Ein bisschen noch hier, ein bisschen noch dort. Das ist in Ordnung. Und dann können wir auch noch sagen, nee, das ist schon voll. Das ist voll gepumpt. Ja, die restlichen Straßen werden gerade noch gebaut. Das passt soweit. Das bauen wir auch noch weiter aus. Ich mache mal gleich. Da haben wir gesagt, nein. Das haben wir schon, das haben wir schon. Der Rest auch. Der Rest folgt auf Dauer. So. Marineinfanterie weitermachen. Die spinnen wir bis zum Maximum. Die möchte ich noch mit drin haben. Auch wenn wir mal gesagt haben, nur mit Radfahren, aber so ein bisschen Marine hätte schon was für sich. Ganz ehrlich, das wäre schon nicht schlecht. So, wen können wir jetzt einverleiben? Italien. Mhm. Läuft doch, läuft doch, läuft doch. So. Brauchen wir alle ihre Einheiten? Haben wir sonst noch irgendwelche da? Ich hab die gesamte Kompanie hier, so wie es ausschaut. Sie haben Kamele. Leute, warum habt ihr Kamele? Könnt ihr mir das mal bitte sagen? Das ist. Das verstehe ich jetzt ganz und gar nicht. Kann ich gleich liebieren? Hm. Erst bei 100% Spannung können wir Krieg machen. Oh, ernsthaft? Dann muss es noch mehr Krieg geben. Wie schaut es denn aus bei dir hier, Stalin? Kein Interesse daran, Krieg zu führen oder wie? Die sind relativ friedlich, muss man sagen. Also richtig friedlich sogar. Das ist, was ich nicht gedacht hätte. Okay, ihr habt verschiedenste Einheiten. Die sind alle lustig. Können nicht abgeändert werden. Willst du mich vergackern? So, du hier. Weg mit dir. Beziehungsweise wir könnten gucken. Brauchen eigentlich nicht so viele Einheiten. Die wir wegmachen können, tun wir wegmachen. Die benötigen mich, dann tun wir lieber die vorhandenen Truppen weiter ausbauen. Das macht mir gerade wesentlich mehr Sinn. Danke, danke, danke. Das kommt weg. Ihr kommt auch alle weg. Wunderbar. Ihr kommt auch weg. Ihr kommt alle mit Nein. Genauso wie ihr hier. Wunderschön. Nur noch 5 Stück, mit denen wir gerade nichts anfangen können. Okay, dann bekommt ihr den Auftrag, Rom zu verteidigen. Passt. Alles gut, der Rest ist im Repertoire gelandet. Artillerie. Vorlage weg, 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 weg. Brauchen wir nicht mehr. Armor Division auch nicht. Was wir noch brauchen, wir auf jeden Fall noch mehr Artillerie. Das ist ganz, ganz dringend. Noch ein bisschen mehr Flak können wir bei den Leuten mit reinbunkern. Flugabwehr, da haben wir es doch zu Hause. Keine Flugzeuge mehr. Ah, weil wir jetzt... Verstehe, verstehe. Weil wir jetzt nicht mehr quasi die Untertanenkarte hier ausspielen können. Okay, passt. Dann müssen wir mehr Militärfabriken machen. Ein bisschen was verloren bei der Aktion, aber... Wird funktionieren. Wird noch alles funktionieren. Waffentechnik haben wir jetzt mehr als genug. Die Panzer haben wir jetzt auch bis zum Umfallen, stelle ich fest. Leichte Panzer hinzumachen. Dann sagen wir jetzt ihr, wir gehen mit der Produktion der Waffen mal runter. Das passt. Da können wir auch mal 10 Stück wegmachen. Und nochmal 10 Stück. Okay, Panzer bräuchte man doch noch ein bisschen mehr. Haben wir so ein bisschen zu weit nach unten getrieben. So ist Ausrüstung, brauchen wir nicht mehr so viel. Zack, wunderbar. Dann hat sich das auch wieder geregelt. Und da wir jetzt weniger verbrasseln, würde ich mal annehmen, können wir hier auch auf Eis verzichten gerade. Oh, hier nicht. Okay. Hier nicht. Dann behalten wir dich weiter.
Das Infanterie modernisieren. Nichts Verkehrtes, vielleicht die Panzer-Upgrades machen. Haben wir wahrscheinlich schon die ganze Zeit schon alles fertig, aber was soll's. Noch mehr Infanterie. Spezialausrüstung wird auch schon alles angefertigt. Das wird alles angefertigt. Bräuchte einfach noch mehr Streitpotenzial hier. Ich versuche gerade den ihre Navy zu bekommen, so wie es ausschaut. Yep, definitiv. Jetzt zwei hier nochmal aufteilen und weiter angreifen. Noch mehr. Einfach nur mehr in der Region. Alles rauspumpen, was wir haben. Irgendwie und irgendwo werden wir sie schon finden. Wir haben 20 Stück, die auch nichts anderes machen, als die ganze Zeit dieses Kreuz zu suchen. Ja, wir haben einen. Wir haben einen gefunden. Wie viel fehlt denn hier noch? Integrierte Marionette. Wir haben noch 344 Punkte. Ah, irgendwas soll man sich noch reinbauen können. Irgendetwas. Das ist ja irgendwas, was Sinn macht. Hier Militär verbringen, das macht Sinn. Das macht auf jeden Fall Sinn. Okay, hätte gedacht, da wird was gebaut, aber anscheinend nein. Raketensilos, nein. Eisenbahn, Bunkeranlagen. Wird theoretisch schon gemacht. Irgendwo zumindest, auch wenn ich es nicht sehen kann. Heute rein, soll es nicht geben. Das kriegen wir noch hoch. Das ist alles noch mit dabei. Ja, irgendwas stimmt hier nicht mit den Zahlen mehr. Da sind wir so ein bisschen mit falsch. Okay, dann sollten wir da noch ausbauen. Dann sollten wir da noch den Bunker ausbauen. Da, wo ist das vorhin da? Bunker, Bunker. Bungalow, Bungalow. Passt soweit. Also wenn es jetzt da nicht funktioniert, dann weiß ich auch nicht. Dann machen wir. Dann mache ich irgendwas grundlegend falsch. Aber ihr werdet auf jeden Fall auch noch gebaut werden, genauso wie ihr hier. Passt. Ich hab ein bisschen was von einem, weil ich brauche jetzt eh noch ein bisschen was an Machtpunkten, damit es hier weitergeht. Oh, ihr habt einen weiter vernichtet. Noch mehr Schiffe vernichtet. Japan, ich mach dich platt. 50.000 Mann haben wir verloren bereits. Unschön. Und sie möchten immer noch gegen Borneo vorgehen. Ernsthaft, Leute. Ich will nichts sagen, aber er wird nichts. Da wird nichts. Da könnt ihr noch so gerne versuchen, gegen mich was zu machen. Ihr kommt nicht mehr durch. Ihr kommt nicht mehr durch, Sodle. Landdoktrinen sind bereits soweit. Panzerabwehr haben wir jetzt gerade nicht. Ultimative Abrechnung, die können wir machen. Und wir sagen bitte Spezialeinheiten. Beteiligung und Orga. Kapazität erhöhen, ja. Brauchen mehr Kapazität. Wofür genau kämpfen wir eigentlich? Gute Rede, 5% hinzugeholt. Grundwert ist bereits ziemlich hoch. Und wird auch noch höher werden. Oh, ich sehe gerade, wir haben hier auf jeden Fall eine U-Boot-Falle, die kann hier mitmachen. Für Konvoi-Befälle. Und ihr hier kommt alle zur Heimatflotte zurück. Das passt dann schon soweit. Ihr seid die großen Bube. Die Big Bang. So, da baut sind wir da auch, da auch, da auch. Atomreaktoren können gebaut werden und demnächst können wir auch die Atompilze machen. Mit deren Hilfe wir auf jeden Fall Unmengen an, sagt es mir. Was können wir machen? An Zerstörung verursachen werden. Können wir nicht einfach darüber angreifen? Theoretisch eigentlich schon, oder? Sodle. Ja, sie auch, ja auch. Sag mal, du kommst auch mit hier rüber. Go, go, go. Sonst noch irgendjemand? Nein, momentan nicht. Okay. Für den Moment zumindest. Für den Moment. Wenn man euch jetzt noch halbieren würde, nochmal.
meine, ihr seid bereits alle voll. Wir sind grün, wir bombardieren, wir töten, wir machen, was wir können. Aber was ist denn aus mit Japan selbst hier drüben? Könnten wir es schaffen? Könnten wir das schaffen, da ein bisschen Schade anzurichten? Wenn wir nämlich denen sagen, ihr sollt favorisiert bitte die Flughäfen angreifen. Wäre das eine Möglichkeit? Das wäre nicht schlecht. Wir richten Schaden an. Sie haben auch weniger. Wir halten uns bei 370. Das ist in Ordnung. Ein bisschen Kriegspropaganda wäre noch recht schön, aber wir nehmen es mal hin, so wie es ist. Mehr Gummi. Mehr Gummiproduktion. Okay, trotz des Schubes müssen wir trotzdem noch was importieren, alles klar. Und wir können dich weiter integrieren. Yep, passt. Bist du vollständig integriert? Oh, super. Das wollte ich doch sehen. Noch mehr Flugzeuge, noch mehr Flugzeuge. Mit noch mehr Flugzeugen heißt natürlich auch noch mehr. Oh Gott im Himmel. Und so, noch ein bisschen was hinterher geschmissen. Haben wir noch Minus? Leichte Panzer. Immer die leichten Panzer. Mittlere Panzer, große Panzer. Ja, so eine Luftherrschaft wäre echt schön. Komm, ein riesiger Himmel. Nur mit Flugzeugen voll. Wir können auch mal sagen, verbessertes Mittelflugzeug. Wir möchten gerne was haben in Jägerschwadronen. Kanonen. Luftanschlüsse brauchen wir nicht. Wir brauchen einfach bloß den Himmel für uns. Waffen. Schwere Maschinengewehre. Waffen, schwere Maschinengewehre. Waffen, schwere Maschinengewehre. So. Super Antrieb bekommst du noch mit rein. Sie bekommen Panzerplatten. Sie bekommen Treibstofftank. Sie sind selbstsichtend. Und das war's eigentlich soweit, würde ich sagen. Jo, das kann man lassen. Mobilität, Angriffsgrade, alles wunderbar. Der Fokker G1. Komm mal her. Der Fokker G1, den machen wir. 20 Stück davon. Wunderbar, wird gebaut, 4 pro Woche. Muss erstmal ein bisschen hochkommen, aber wenn wir es dann haben, dann funktioniert es auch. Dann sagen wir nämlich auch, hey, ich hätte gern der Fogger. Haben wir den bereits hier? Wahrscheinlich noch nicht, das wäre ein bisschen zu früh. Marines sind fertig, Modifikatoren werden auch gebaut da unten. Okay. Für uns Luft. Können wir ein neues Modell noch machen. Und wir könnten noch sagen, Effizienz von Marineangriffen erhöhen. Oh ja, ich bin doch darum. Ich bin doch sehr darum. Schauen wir doch mal, können wir noch mehr wegschießen? Es wäre gut, wenn wir noch mehr wegschießen könnten. Nochmal nachgucken, wie viel Pulse sind wir gerade? 2, 4 pro Woche. Der Fokker G1W. Fokker G1W. Schauen wir doch mal. Ist das einer von euch? Nein. Fokker G1W, da haben wir ihn doch. Zack, hier. Fokker G1W. Schafft es, dorthin zu kommen und macht Luftüberlegenheit. So, 12 Stück ist nicht viel. Aber dieses bisschen hilft ja schon. Geheimdienst brauchen wir nicht machen. Wir könnten das für die U-Boote noch machen. Treibstoffsilos in Holland. Ja, Marine. Marine-Doktrin wäre günstiger, das wäre auch noch was. Sottle. Wir verlieren bereits ein paar, aber was soll's? Funktioniert, es funktioniert. Wir haben Unterstützung. Wir haben Unterstützung. Und wir schießen sie hoffentlich auch demnächst mal runter. Oder wir warten mit denen vielleicht noch. Ja, vielleicht. Vielleicht in dem Sinn, ja. Du hier, wo bist denn du? Ne, wir haben schon... Wir haben sogar schon viele, okay. Nach darüber. Geht das? Nach darüber. Darüber. Das Ganze aufteilen und beide dorthin schicken. Und nochmal aufteilen, nochmal hinschicken. Wir haben mehr.
Wir haben ja vielleicht den größten Tech, aber wir schießen sie ab. Wir schießen sie ab, okay. Der Luftkampf gehört uns dadurch. Aber sowas von uns. Warte mal, nee. Gerade gesehen. Ja, bitte upgraden. Das hat gerade Vorrang vor allem. So, wie schaut es jetzt aus? Wir produzieren weitere Bunkeranlagen. Das auch, das auch, das auch. Und noch mehr Militär verbringen. Kommissar hat hier den Krieg erklärt. Ernsthaft? Du fällst ihnen den Rücken, China. Also China, China. Haben sie es doch noch mit dazu bekommen? Okay, warte mal. Kommunistisch? China könnte im Bündnis mit mir sein. Ist im Krieg gegen Deutschland und die hier. Wir könnten da doch Krieg gegen China führen. Die Frage ist, China, du bist Teil der Alliierten, oder? Nein, bist du nicht. Bist du ganz und gar nicht sogar? Ich sehe gerade Möglichkeiten, um uns noch weiter auszubreiten. Speichern davor. Wir speichern davor. Dann holen wir dich doch mal mit hinzu, auch wenn du kommunistisch bist. Bündnis einladen. Mhm. Passt soweit. Teil unseres Machtbündnisses. Ich glaube, ich bin. Wir haben keinen Landweg momentan, aber das wäre jetzt auch kein Problem. Das wäre echt kein Problem. Wie schaut es bei euch aus? 500. Ich gebe dir jetzt erstmal mein ganzes Zeug, so weit langsam reicht es mir nämlich. Ich möchte dich integriert sehen. 300 passt. Das ist in Ordnung. Wie schaut es denn um die Schlacht hier oben aus? 500, das ist in Ordnung. Wir zerstören hoffentlich nach und nach die Strukturen hier unten. Ja, die Flughäfen werden angegriffen. Nicht so schnell, wie ich es gerne hätte, aber okay, was soll's. Überlegenheit. Abfangen. Nein, Überlegenheit machen wir. Machen wir zuerst die Überlegenheit in der Luft. Wenn wir die nämlich haben, wie jetzt zum Beispiel. Danke für China. China hat kapituliert, okay. Das macht nichts. Shanxi gehört uns. Das kriegen wir noch alles hin. Das kriegen wir noch alles hin an der Stelle. Wir müssen bloß noch weiter meine SR unterstützen. Danke für die ganzen Kollegen. Ziemlich lieben gerne, lieben gerne. Wenden wir noch weiter die Angriffe hier. Ah, wir zerstören noch einiges, stelle ich fest. Wir zerstören noch einiges. So, wie schaut es denn momentan aus? Immer noch. Ja, immer noch ziemlich viele unterwegs. Wie viele Jäger produzieren wir gerade? Hoffentlich mal genug. Mal nachgucken. 6 pro Woche, also fast 1 pro Tag. Das ist nicht schlecht. Könnte besser sein. Atombomben, ja. Warum nicht? Warum nicht? Wir machen Atombomben. Wir machen Atombomben. Mit dem neuen Chassis machen wir nämlich auch unseren Atombomber dann. Ah, nee, was? Wir brauchen strategische Bombe dazu. Das geht leider nicht. Auf U-Boote verlassen, definitiv. Dann müssen wir noch einen Tag machen für Langstreckenbomber. Weil der kann kein strategischer Bomber, glaube ich, sein, wenn ich jetzt nicht ganz stark irre. Wobei, kann er eigentlich schon. Theoretisch kann er es eigentlich schon. Wir werden es gleich sehen. Wir werden es gleich noch sehen. So, dann haben wir Gummi. Aber das ist zumindest ausgemaxt. Besser so jetzt gar nichts. Amphibisch. Vielleicht einen Panzer besser machen, das wäre was, aber Düsenantriebe sind die Zukunft. Komm, Schneider, ich brauche mehr Unterstützung. Ich brauche mehr Unterstützung, ich muss hier runterschießen. 1 zu 1, es hilft einfach nichts.
schon zu viel abfangen momentan. Okay, dann sagen wir einfach, hey, ihr Leutchen, ihr dürft alles abbummeln. Ist mir gerade die Hauptsache, jetzt macht Zerstörung pur. Das passt dann schon. Ihr seid als Division, die einfach da sind. Dann kommt ihr mal dazu. Passt. Hauptsache, ihr stört mich jetzt gerade nicht weiter in meinen Bemühungen. Okay, Indien ist voll. Das ist in Ordnung. Dann kann man mich auch sagen, hey. Weg damit. Weg damit. Weg damit. Weg damit. Das können wir noch vorhin bauen. Das passt. Dann bräuchten wir jetzt bloß die Machtpunkte, stelle ich gerade fest. Yep. Dies kriegen wir auf jeden Fall noch hin. Feld und Co. brauchen wir nichts davon. So, Triebwerke sind gemacht. Das auch, das auch, das auch. Moderne Flieger sollte auch dann gebaut sein. Atombomben sind auch am Start demnächst. Okay, dann sagen wir doch. Das ist U-Boot. Schau mal, ob wir das hinbekommen können. Kommunistische China ist im Krieg mit Deutschland, mit Japan. Nur mit denen hier momentan. Ja, auch wenn der gleich wegfällt, ist es in Ordnung. Kriegen wir alles gleich hin. Kriegen wir alles gleich hin. So, die Navy hat's gebacken wieder. Teilweise, muss man sagen, teilweise. Schwere Jägermobilität und 10%. Ja, per damit. Bitte, dass die 10% jetzt gut sein. Haben wir schon jemanden zum Orten? Ja, aber noch nicht. Okay, dann fliegst du hier dorthin und ortisch mir noch ein bisschen was. Das wäre recht schön. Fortgeschrittenes Chassis. Mit dem werden wir gleich punkten. Aber bitte forschen. 29, wir brauchen noch ein bisschen was. Ein bisschen was am Punkten. Sördle. Dann sagen wir fortgeschrittenes Chassis. Wir möchten euch bitte als taktischen Bomber haben. Mhm. Ihr seid nur für quasi Atombomben zuständig. Das heißt, ihr braucht nur Reichweite. Das war's. 15 Reichweite. Wunderbar. Bei euch können wir dann gleich richtig ausbauen, stelle ich fest. Das reicht noch vollkommen. Ihr seid quasi wirklich die tödlichste Variante, die ich mir vorstellen kann. Strategische Bombardierung. Navigation noch hochsetzen. Ja, ich weiß, der kann nicht so viel mitnehmen. Passt aber so auch. Passt soweit. Wir zahlen noch Dual Reichweite und wir sagen noch selbstdichtende Tank. Wunderbar, jetzt haben wir dich. ...107, die Colt-Foto ist der taktische Bomber. Du musst ein bisschen anders ausschauen, was so passt. Taktische Bomber sind draußen. Was bist du eigentlich? Du bist so ein Mischmasch. Da können wir dann sagen, hey, wir tun den dafür machen. Der müsste eigentlich alles können. Fast alles, so wie es ausschaut. Er kann keine Marineangriffe machen, aber in dem Fall ist es egal. Wir haben keine große Marinemacht mehr da. Will ich jetzt gerade. Kann man ihm noch ein paar Torpedos geben? Das geht sogar noch. Okay, dann machen wir es auch. Bombenschacht noch hinzu. Ja, was soll es? Entfernen. Passt. Der Mark 1 soll gebaut werden. Das passt. Dann können wir nämlich den hier wegmachen. Komplett. Yep. Beziehungsweise, er wird ersetzt. Ja, er wird ersetzt durch das Ganze. Passt soweit. Aluminium brauchen wir. Ja. Umstrukturierung des ganzen Aluminium holen wir uns aus
Jugoslawien, du bist doch Partner von uns. Ja, du bist Partner, das ist in Ordnung. Immer schön weiterschießen, immer schön weiterschießen. Brauchen wieder ein paar Punkte für den nächsten Jäger. Dankeschön. Dann sagen wir jetzt... was haben wir denn hier gehabt? Fortgeschrittenes Mittleres? Yep. Ich hätte gerne... Muss gerade mal gucken. Ne, wir warten noch 42 Tage ab, bis die Waffen ja auch fertig sind. Dann passt es soweit schon wieder. U-Boot verbessern, das ist in Ordnung. Den haben wir da auch umgangen, das passt auch. Eskortiert die neue Flotte, Zerstörer, Flugzeugträgermodelle. Flugzeugträger. Wir sind bekannt dafür, dass wir Flugzeugträger bauen, auf jeden Fall. Hätte man nur ein bisschen gewartet, aber ich glaube, das wird schon funktionieren. Und hier unten wird eh nichts mehr los sein, wenn ich es richtig sehe. Dann können wir dich da und da einstellen. Und dich können wir auch quasi da und da einstellen. Dann sehen die Leute auch mal ein bisschen mehr. Die Amis können hoffentlich mal was machen. Oh! Endlich! Wir haben sie! Sie sind Teil der Benelux-Föderation. Es hat viel zu lange gedauert. Muss sagen, es hat viel zu lange gedauert. Okay. Jetzt können wir nämlich selber angreifen. Aber sowas von. Ihr seid eine Flotte. Ihr kommt zurück zum Hauptstützpunkt. U-Boote, bitte nach darüber rein. Normale Schiffe, auch zu euch bitte rein. Die werden nochmal halbiert. Das passt. Wir könnten eigentlich zu ihm hier sagen, wir brauchen euch hier nicht mehr momentan. Darauf nicht mehr. Stattdessen bist du unser Mann fürs Grobe. Schicke mir deine gesamte Flotte bitte runter Richtung hierhin. Java, auf nach Java mit euch. Pigment. Endlich. Ah, endlich. Dass ich kann endlich nochmal. Ich kann nochmal weiterbauen. Ich muss mich nicht mehr drum bemühen, ob ich irgendwo Leute habe oder sonst irgendwas. Passt. Wir können einfach jetzt alles erweitern, was uns gehört. Aber ich glaube. Mittlerweile haben wir das schon. Wenn ich das so richtig sehe, haben wir das mittlerweile eh schon gemacht. Wie schaut es denn weiter aus? Es werden weniger von ihren Leuten, aber auch von unseren. Das passt soweit. So. Wir möchten bitte, dass du nicht mehr verteidigst. Du sollst quasi die Seenversion planen von hier. Halt. Von hier unten aus werden wir in Japan einfallen, nach Nagasaki. 84 Tage. Dann können wir auch sagen, welches Pattern hast denn du? Du bist... Kuleri, Gumisione... Gumione? Du bist das, der hier passt. Weg, weg und weg. Das brauchen wir auch nicht. Die ganzen veralteten Sachen können wir auch wegmachen. Das ist, ja, unschön. Die kann ich nicht wegmachen, ernsthaft. Wir haben, das ist das Problem, wenn man so viel Zeug einnimmt, dass man irgendwann mal zu viele alte Muster hat. Passt. Jetzt möchte ich ein gutes bearbeiten. Kann ich jetzt Marines reinpacken? Zu viele, okay. Ja, wäre jetzt zu lustig gewesen, hätte ich das noch machen können. In Ordnung, passt aber. Brauche noch ein paar weitere Modifikatoren. Aufgangsflugzeug haben jetzt mehr als genug. Zack. Da kann man sogar sagen, bau mir noch bessere. Ja, brauchen wir gar nicht. In dem Fall sagen wir, brauchen wir gar nicht. Weg damit und weg damit. Wir haben alles indikiert. Wir können alles für unseren Bau zu Hause nutzen. Wir müssen nur gucken. 1, 2, 3. Dass ich dich noch dahin bekomme. Warum du noch grün bist, das verstehe ich jetzt auch nicht, aber was soll's. Die Heimat vor dir her, Hallöchen aber auch. Ich möchte euch direkt da oben sogar sehen. Türkei hat in den Golemmerinnen Krieg erklärt. Was? Was? Junge. Man erklärt mir nicht einfach so den Krieg. Bestimmt des Wahnsinns. Ist die Türkei irgendwo drinnen? Nein. Die sind ja freundlich mit mir, oder?
Die sind Teil meiner Alliierten. Yep. Okay. Das heißt, sie sind auch mit mir im Krieg. Sind sie noch nicht, okay. Ich sehe, worauf das hinausläuft. Ich sehe, worauf das hinausläuft. Okay. Versammelt euch. Wir werden wahrscheinlich demnächst nach Frankreich einfallen müssen. Hilft dir alles nichts. Hilft dir alles nichts. Mit Polen haben sie auch Krieg? Nein. Mit denen haben sie alle Krieg. Okay. Yep. Bitte schön nach da unten hin. Go, go, go. Hätte ich die Flotte doch zu Hause lassen sollen, wenn ich das richtig sehe. Ach, immer das Gleiche. Bist du irgendwo mit dabei? Bist du mit denen mit dabei? Ihr seid da unten, werdet aber gerade nicht weiter benötigt. Ab nach oben. Wahrscheinlich wird nämlich Australien bald. Oh no, seid ihr Teil der Alliierten? Seid ihr, yep. Natürlich seid ihr das. Okay. Es hätte ja auch so schön sein können. So, dann British Malaysia. Ja, passt. Wenn die Briten denken, sie müssten mich dann angreifen. Wart's ab. Dies kriegen wir noch irgendwie hin. Luftüberlegenheit wird auch gemacht. Das passt. Wir sind da, da und da. Wir müssten uns da unten eigentlich auch verteidigen, wenn ich das richtig sehe. Yep, das wäre eigentlich nicht das Verkehrteste. Können wir aber nicht da. Genauso wie sie da unten sind, diese... Ah. Jetzt wünsche ich mir, ich hätte noch mehr Truppen, aber ja. Ihr stellt euch bitte nach dorthin mit Angriffstrupp nach da Richtung Kairo rein. Wunderschön. Und ihr Paar... sagen wir, Teil einer Sonderdivision. Ihr könnt nach da unten mitgehen, eigentlich. Ja, zack, ab nach da unten. Haben wir noch mehr Truppen übrig? Ach, stimmt. Wir haben ja... Moment. Wir haben ja hier eine komplette Division jetzt neu dazu bekommen, wenn ich das richtig sehe. Alles klar. Ihr werdet alle bitte zu unserer Kolonialdivision. Dankeschön. Ich glaube, damit haben wir jetzt noch eine Chance. Antreden. Dich, 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 dich. Einmal darüber nein. Attenzi. Wow, das sind definitiv viele Truppen. Und ich bin Antreden. Sowas von stolz drauf. Attenzi. Dich, dich, dich und dich hier auch noch mit Neischmeißer. Ihr seid quasi komplett schwarz. Dann sehe ich auch ein bisschen den Kontrast hier mal wieder. Antreden. Dich, dich und dich ebenso. Rein damit. Noch eine Division. Ihr seid dann komplett weiß. Das passt. Haben wir noch jemanden. Dich hier. Wunderbar. Noch jemanden da. Warum sind wir in China? Kannst du mir sagen, warum wir in China sind? Das macht gerade keinen Sinn. China kriegen wir irgendwie... Mit Herrn Zugang erbitten. Yep, dankeschön. Die Türkei ist der großasiatischen Wohlstandsfähre beigetreten. Ja. Junge, ich will nichts sagen, aber das war die dümmste Entscheidung, die du machen konntest. Aber sowas von. Den beizutreten heißt nur, dass du sterben wirst. Haben wir noch ein paar? Ja, aber es dürfte ziemlich, glaube ich, hoffentlich mal weniger werden. Ich sag nicht, nein, es sind zu all den Truppen, aber... Es ist doch ein bisschen mühselig. Hat da auch noch jemanden, sehe ich gerade. Ihr zwei. Du kommst mit. Du kommst mit. Okay, passt. Das sind andere Truppen. Sodle. Ich wollte gerade sagen. Türkei ist der Sphäre beigetreten, das heißt... Ihr werdet jetzt auch demnächst quasi mein zukünftiges Angriffsziel sein. Go, go, go. Und dann sagen wir noch Benelux. Hat hier hinten noch ziemlich viele Gegner. Mit Angriffsbefehl
Bitte so rum rein dann. So. Haben wir noch Truppen übrig? Wir haben noch normale Truppen wahrscheinlich übrig. Ihr habt den guten Leopold hier. Wir haben Exil-Truppen, die wollen wir jetzt gerade nicht haben. Die können wir befördern. Wunderbar. Dann brauchen wir noch einen weiteren General für die Aktion. Ah, wir nehmen dich hier. Geht nicht. Warum nicht? Ja, keine Punkte mehr übrig haben. Okay. Dann müssen wir hier noch ein bisschen was machen. Geschwindigkeit der Armee noch erhöhen. Dann sind wir auch so weit mit dabei. Dann haben wir zumindest hier schon mal jemanden. Zack. Um die Armee vor uns zu nutzen. So. Aber inwiefern unser Angriff jetzt funktioniert und ob wir es überhaupt schaffen können, die jeweils einzunehmen. Soll ich eigentlich bitten wir uns, wenn der Krieg vorbei ist? Ja, machen wir. Werden wir später auf jeden Fall machen. Sehen wir alles beim nächsten Mal. Muss nur gerade gucken, es werden schon die neuesten gemacht, oder? Der Fokuchi ist noch da. Wenn wir aufs Neue. Ah, stimmt, wir haben ja auf die neuen Waffen gewartet. Müssen wir noch ein bisschen länger warten beim nächsten Mal. Macht's gut und wie immer. Tschüss alle.